Ei, gut. Ach, mir graut's vom Rest vom Tag. Es ist gerade mal 12 Uhr, aber ich weiß echt nicht, ob ich wie der Tag weitergehen soll heute. Ne? Das hat schon damit angefangen. Normalerweise bin ich so zwischen 6 und 7 morgens wach. Ne? Und dann so erstmal komme ich erstmal zu mir und dann geht's auf Toilette. So, heute war es 20 vor 11. 10.40 Uhr ungefähr, wie ich wach geworden bin. Also Stunden nach meiner normalen Wachwertzeit. Und ich weiß gar nicht, warum. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Ne? Ich bin ganz normal ins Bett, wie immer. Ne? Zu einer Zeit eingeschlafen, wo ich sonst auch immer einschlafe. Ne? Hab gestern nichts übermäßig gemacht. Hab jetzt auch nicht gesoffen, dass man dann länger pennen würde oder sowas. Ne? Mir geht's super. Fühle mich eigentlich soweit fit. Ne? Keine Ahnung, warum ich heute so lange gepennt habe. Ne? Hat meine Tagesplanung heute schon mal ziemlich durcheinander geschmissen. Aber Gott sei Dank nichts Wichtiges verpasst. Ne? Eigentlich steht heute weiter nichts an, außer das Übliche. Aber irgendwie bringt mich das gerade so total aus dem Konzept. Ich weiß auch nicht, was los ist. So, ja, also dann erstmal irgendwann wach werden auf Toilette. Ja, toll, prima, hat es heute erledigt. Irgendwie spinnt meine Verdauung wieder. Ne? Der Darm will wieder nicht. Ne? Also den Weg hätte ich mir sparen können auf Deutsch. Na, aber, naja, gut, wird wahrscheinlich auch wieder so ein Tag, kann das ja mal sein. Weiß aber auch nicht, warum. Ne? Wie gesagt, nur Krankheitssymptome, gar nichts. Ne? Naja, was macht man danach? Ne? Jo, man macht sich soweit frisch, wäscht sich ein bisschen, kämmt sich, Lieblingsbürste hat sich dann gerade erledigt, ne? Ist dann irgendwie in der Haare stecken geblieben, ne? Bürste kaputt, super. Ne? Muss ich mal gucken. Irgendwo im Bad muss noch eine zweite rumliegen von meiner Frau. Ne? Nehme ich die halt erstmal, hab die erstmal genommen. Beziehungsweise mit der ging es dann jetzt erstmal hier so mehr oder weniger. Muss ich mal sehen. Ne? Also, nächste Einkauf will ich Bürste kaufen. Bin da nur empfindlich, wo die Borsten so mit so einer Einlage drin sind. Meine Haare sind da manchmal so ein bisschen störrisch. Ne? Da ziehe ich immer die Borsten mit der Einlage raus. Muss also schon eine sein, wo die Borsten richtig fest mit der Bürste verbunden sind. So, dann, wie üblich, will ich auf die Terrasse, ne, drehe mich irgendwie ein bisschen blöd. Ich habe einen einzigen Insektenstich. Die Zeit für Insektenstich ist eigentlich vorbei, aber irgendein Vieh hat mich noch erwischt, so rechts im Bereich der Nieren. Ne, und damit renne ich natürlich genau gegen die Türklinke von der Terrassentür. Es ist ja nicht so, dass das wehtun würde. Nein, kein bisschen. Ne, ist auch nicht so, dass dann der Stich aufgegangen ist, ne, und eitert. Nein, warum auch? Ne, genau das, was ich jetzt gebraucht habe. Ne, also, und ich bin sowieso ein bisschen allergisch auf Insekten, egal was es ist. Und ach, das brennt wie Hulle. Kann man auch nichts gegen machen. Kommt mir nicht mit Hausmitteln oder so, hilft bei mir alles nichts. Ne, schon entsprechende Salbe drauf gemacht, ne, dass es vorher nicht so schlimm war. Aber naja, gut, was will man machen? Auch das gehört dazu. So, jetzt versuche ich mal zu kochen. Ich hoffe, das funktioniert dann unfallfrei. Eigentlich würde ich ja lieber ins Bett gehen, aber irgendwie, so wie der Tag angefangen hat, habe ich Angst, dass dann das Bett zusammenkracht, wenn ich mich reinlege oder was. Ich weiß jetzt echt nicht, was ich machen soll. Aber naja, machen wir das Beste draus. Wenigstens ist schön Wetter, es ist kühl, es hat gut geregnet, geht wahrscheinlich auch gleich wieder los. Na, wir haben so einen schönen wasserdichten Pavillon, ne, habe ich eben hier mein Zeug so Essen vorbereitet, die ich ja immer gern draußen mache, wenn es jetzt nicht gerade Minusgrade sind und mir das Fleisch beim Kneten einfriert, gibt halt Putenfrikadellen, alles hingelegt, geh hin, hol noch was, ne, ist ein Wassertropfen auf dem Display vom Handy unter dem wasserdichten Pavillon. Es ist auch am Pavillon nichts zu sehen, keine Ahnung, wo der Wassertropfen herkam. Gut, war gerade ein Windstoß, vielleicht von draußen drinnen, ne, ne, ist klar, man legt das Handy ins Trockner und dann wird das auch noch nass in dem Moment. Nee, hört mir auf. Ich würde mich ja auch jetzt am liebsten irgendwo im Keller einschließen. Das Blöde ist, wir haben hier gar keinen Keller. Und es macht alles keinen Sinn. Naja, na, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Schönen Tag trotzdem.